Wo muss ich denn hingucken? Ne, wir sprechen. Wir sprechen. Ich habe einen leckeren Kaffee in der Hand. Ja. Das will ich mehr. Grün oder weiß? Grün. Weil die Natur grün ist. Party oder Couch? Couch. Ach, ich muss immer warum sagen. Kurze Begründung. Ja, man wird älter. Meisterschaft oder Pokalsieg? Pokalsieg. Weil in der Regel die Party danach irgendwie schöner und spontaner ist. Dribbling oder Zweikampf? Eigentlich ein Tackle, weil da ist mehr los. Assist oder Tor? Nein, Tor natürlich. Da kann man jubeln. Messi oder Ronaldo? Keiner von beiden. Weiß nicht, sie sind mir beide nicht sympathisch. Wer ist denn dein Held? Mein Held? Oli Kahn. Buffon oder Kahn? Kahn. Weil er mein Held ist. Saison oder Urlaub? Urlaub. Definitiv Urlaub, weil Saison ist länger und vom Urlaub hat man mehr. Eistonne oder Sauna? Wenn, dann in die Sauna, weil man hier in Wolfsburg im Badeland schön nach draußen gucken kann. Fahrradfahren oder Laufen? Wenn ich jetzt eins von beiden sagen würde, wäre das nicht glaubwürdig. Lieber 1-0 oder 5-4 gewinnen? 5-4 eindeutig. Die Spannung muss, muss leben. Heim- oder Auswärtsspiel? Heimspiel definitiv. Da ist der Arbeitstag kürzer. Heim- oder Auswärtstrikot? Das Heimtrikot, weil es so schön leuchtet. Ecke oder Freistoß? Oh, Freistoß, weil da erkennt man den wahren Künstler. TV oder YouTube? YouTube definitiv, weil da kann ich mir aussuchen, was, was ich gucke, und Wölfe TV kommt da ja auch. Kino oder Netflix? Im Kino war ich das letzte Mal vor 10 Jahren, deswegen definitiv Netflix. Lieblingsserie? Da gibt es viele. Die Nanny finde ich sehr lustig, weil da kann man einfach abschalten und man braucht sein Hirn nicht so. Oder was habe ich zuletzt geguckt? Designated Survivor. Pasta oder Pizza? Pasta. Hat man mehr zu tun mit der Gabel. Süß oder salzig? Definitiv salzig. Süßigkeiten kann ich gut stehen lassen, aber an einer Tüte Chips kann ich nicht vorbeigehen. Essen gehen oder selber kochen? Selber kochen. Dann faltet sich die Kreativität. Berge oder Strand? Weder noch, ich bin kein Urlaubsmensch. Ich hab grad Urlaub gesagt. Urlaub ist für mich zu Hause sein. Okay. Tennis oder Tischtennis? Oh, im Sommer Tennis, im Winter Tischtennis. Jörg oder Kulle? Ist mir relativ egal, ich höre auf beides. Kisten einpacken oder Kisten auspacken? Kisten packen, da ist alles noch ordentlich. Und beim Auspacken kriegt man Muskelfaserriss, ne? Nee, die bekommt man beim Kisten hochschieben. Wäsche waschen oder Wäsche zusammenlegen? Wäsche waschen. Das ist wie ein Aquarium für mich. 40 Grad oder 60 Grad? Kommt aufs Wetter an. Stimmt. Sport-BH oder Schlüpper? Oh, ich glaube, das kommt bei uns in dieselbe Maschine. Kabine Sand oder Kabine Subotica? Oh, SC Sand, weil in Subotica mussten wir Treppen hochlaufen. Anna Blesse oder Alex Popp?
Es wäre jetzt natürlich fies, eine davon zu benennen, weil sie sind beides coole Socken. Alex Popp oder Martina Müller? Aufgrund unserer gemeinsamen Vorgeschichte dann doch Martina Müller. Martina Müller oder Conny Polas? Jetzt muss ich ja Conny Polas sagen, weil sie die schöneren O-Beine hatte. Conny Polas oder Almut Schuld? Dann sage ich jetzt Almut Schuld, weil sie uns immer die leckeren Weihnachtsenten lieferte. Almut Schuld oder Jaya Kapfi? Dann sage ich jetzt natürlich Jaya Kapfi, weil ich sie damals vom Flughafen abgeholt habe und das eines meiner lustigsten Erlebnisse war. Was ist denn da passiert? Ja, sie sprach damals noch nicht so gut Deutsch und sie musste mal auf Toilette und sie hat das dann mit Zeichensprache mir mitgeteilt. Last-Minute-Sieg oder Kantersieg? Last-Minute-Sieg. Das ist wie 5:4. Die Blutdrucktabletten müssen einen Erfüllungszweck haben. Champions League-Sieg 2013 oder 2014? Definitiv 2013, weil er so aus dem Nichts kam. Halloween-Prank oder Kulis Karlauer? Ja, Kulis Karlauer ist ja erfolgreicher. Folge Jay und Poppy oder Folge Feli und Svenny? Ich fand beide sehr lustig. Aber von der Location her waren Feli und Svenny deutlich besser, weil die Aussicht war schöner. Hangman oder Olympia-Quiz? Olympia-Quiz, da kamen alle meine Talente zum Vorschein.